Edu, herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar wie versprochen dem Kommentar-Kommentier-Video. Dafür sogar nochmal an der alten Location mit der IKEA-Lampe im Hintergrund und meinem Mikrofon direkt vor mir. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Du und nicht ich schreibt, schwarz ist keine Farbe. Gut, wenn das so ist an der Stelle, gucken wir einfach mal auf Wikipedia nach. Schwarz gehört zu den unbunten Farben, mein Freund, ja? Gut, also ist schwarz trotzdem eine Farbe. Dementsprechend würde ich mal sagen, melden wir diesen Kommentar und blockieren diesen Nutzer doch einfach mal. So, jetzt kannst du keine Kommentare mehr bei mir schreiben. Kein Problem. Rexon möchte, dass ich bitte mehr synchronisiere. Ja, ist gar kein Problem. Da mache ich einfach mal Synchronisation für dich und schneide die jetzt an der Stelle einfach rein. Luke, kiff mit mir. No! No! Affe-0 schreibt, immer wenn man deine Videos mit IKEA-Lampe sieht, kriegt man Hunger auf Köttbullar. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man das schreibt. PS, Doppelpunkt, nix gegen Koksriegel. Ja, ich finde auch, jetzt verstehe ich an der Stelle nicht, warum findest du Koksriegel nicht so gut wie Köttbullar? Weil normalerweise müsstest du direkt Hunger auf Koksriegel kommen und nicht auf Köttbullar. Das ergibt relativ wenig Sinn. Klär mich doch da bitte mal genauer auf. Ich bin da sehr offen für gar nichts. M. Robob schreibt, dein Gesicht sieht aus wie die Arschfalten meiner Oma. Hässlich, dumm und voll gewichst. An der Stelle frage ich mich, woher weiß Robin, wie die Arschfalten meiner Oma aussehen? Das heißt, er muss sie ja schon mal, ich lasse es mal an der Stelle so stehen, wie es ist. Euer Kopfkino, denke ich mal, das reicht an der Stelle. Dattelkiste schreibt, meine Lieblingssendung ist Frauentausch. Doppelpunkt D. Dumm genug? Fragezeichen. Doppelpunkt D. LG Pascal Maddox. Ja, an der Stelle muss ich da natürlich einfach mal sagen, Frauentausch ist eigentlich, ich kann dir da eigentlich, das ist meine Lieblingssendung. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, wo jetzt hier das Problem ist. Also das ist gar nicht so dumm, das ist ja eigentlich ein sehr normales Kommentar. Diese Sendung ist auch geil. Dave Entertain schreibt, Produktplatzierung, du geldgeiler Sack. Ausrufezeichen, was weiß ich, was das für ein, wie man das nennt. Ja, an der ersten Stelle muss ich jetzt einfach mal sagen, ich weiß nicht, was Produktplatzierung ist. Hab das gerade eben falsch vorgelesen, tut mir leid, Produktplatzierung kenne ich nicht. Falls du aber Produktplatzierung meinst, weiß ich auch nicht, was du meinst. Übrigens an der Stelle hier, das hässliche T-Shirt, habe ich mir erstmal direkt gekauft. Ja, ich würde sagen, geht einfach mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung und gönnt euch auch ein hässliches T-Shirt. Florianelle schreibt, die IKEA-Lampe sieht aus wie eine Supernova. Ich finde gar nicht, dass sie aussieht wie eine Supernova, beziehungsweise sieht das nur in den Videos so aus, weil in Wirklichkeit editiere ich das so nach, dass das dann aussieht wie eine Supernova. Moment, ich mache das mal kurz. So in etwa sieht das dann aus. Dempel Rempel schreibt, magst du Möpse? JK Doe schreibt, die Milch- und Rucksack-Werbung war ja mega verstörend. O.O. Die sollte ab 18 sein. Punkt, Doppelpunkt D. Also meiner Meinung nach ist jetzt die Werbung gar nicht so verstörend. Ich habe extra eine relativ harmlose gewählt, weil da gibt es noch ganz andere Werbespots. Ich suche mal einen raus und blende den jetzt an der Stelle hier nicht ein, sondern verlinke den in der Videobeschreibung, damit ihr über den Adfly-Link mir ein bisschen Geld einbringt. So, ich würde sagen, das reicht dann noch an Kommentaren. Wir sehen uns nicht im nächsten Video wieder. Tschüss.